Ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen, quasi eine Art Pick-up-Folge. Und zwar habe ich ja jetzt erst kürzlich, also diese Woche, die 400 Abonnenten-Marke geknackt. Vielen, vielen Dank an euch dabei. Und dachte ich mir, ist eigentlich mal ein Anlass, dass ich mich mal selber belohne. Also habe ich mir mal bei Konsolencast Wundertüten bestellt. Und zwar habe ich da schon länger dran überlegt. Die bieten ja so eine Art Blindboxen an für, naja, also gut, wer Konsolenkost kennt, richtig, richtig günstig sind die meistens nicht. Ich habe mir jetzt zwei Game Boy Color Pakete geholt. Die fand ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ganz gut. Und zwar habe ich mir 10 Game Boy Color Spiele für 30 Euro, also knapp 30 Euro bestellt. Das heißt 3 Euro pro Modul. Also ja, das geht, denke ich mal, noch in Ordnung. Und dann habe ich mir noch das OVP Game Boy Color Paket bestellt. Da hat man 5 Spiele in OVP für 25 Euro. Das heißt 5 Euro pro OVP. Also da finde ich, ist es durchaus in Ordnung. Da, wie gesagt, vom Preis her fand ich das gut, und da ich Game Boy Color mäßig ja, es ist so bei mir so ein bisschen der weiße Fleck auf der Landkarte quasi, wo ich überhaupt nicht viel von weiß und auch in meiner Sammlung noch nicht viel habe. Deswegen war da die Wahrscheinlichkeit auf irgendwelche doppelten Module und ähnliches nicht sehr hoch. Die haben auch noch andere Pakete, zum Beispiel auch für den Game Boy Classic. Da allerdings muss ich sagen, waren es, glaube ich, durchschnittlich den 7 Euro, also 10 Gamer-Module für 70 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war mir dann doch etwas zu teuer, weil A, habe ich natürlich schon viele, viele Gameboy-Module, und B, 7 Euro durchschnittlich pro Modul. Da gibt es so viele Spiele, die 5 Euro oder weniger kosten. Da war mir jetzt das Risiko dann doch zu hoch, da mehr quasi zu bezahlen, als nötig ist. Bei Gameboy Color, wie gesagt, 3 Euro, warum nicht? Meine Erwartungen waren jetzt auch nicht sehr hoch, muss ich sagen. Da, ja, die werden für den Preis kein Zelda reinklatschen oder keine Ahnung was. Aber warum nicht? Ich dachte mal, lass dich mal überraschen. Vielleicht ist das einige oder andere Schnäppchen dabei. Das wird jetzt kein blindes Unboxing jetzt. Also ich habe es natürlich schon ausgepackt und auch in die Spiele kurz reingespielt, damit ich so ungefähr weiß, was da drin ist. Wie ihr wisst, wenn ich irgendwelche neuen Pickups oder sowas präsentiere, mein Ziel ist es einfach nicht, das Spiel immer in die Kamera zu halten und oh, das ist XY. Keine Ahnung, was das ist. Okay, nächstes Spiel. Also ich will zumindest so 2-3 Sätze dazu was sagen, auch wenn ich natürlich jetzt die Spiele nicht alle nicht in der Tiefe gespielt habe, aber ich kann mir zumindest ungefähr vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Aber genug der Vorrede, fangen wir an, und ich würde sagen, wir fangen gleich mit den OVPs an. Also allgemein kann ich sagen, ich habe bei eBay auch mal die Preise der einzelnen Module und sowas gecheckt. Das meiste ist so, ja, 5-6 Euro Bereich. Das heißt, ich habe eigentlich durchschnittlich einen ganz guten Preis bezahlt. So, aber ihr sagt, OVPs, fangen wir an. Und zwar, dass sowas da drin ist, das habe ich mir schon vorher auf jeden Fall gedacht. Und zwar Bibi und Tina, Fohlen Felix in Gefahr. Also ich hab mal kurz reingespielt. Es ist, scheint so eine Art Adventure zu sein. Also auch die OVP sieht eigentlich sehr gut im Zustand aus. Aber dass sowas dabei ist, ist klar. Ist natürlich so... ich habe es auch nicht ewig reingespielt. Das ist ein Adventure, man muss irgendwie Sachen einsammeln, man geht von Bildschirm zu Bildschirm, Zelda-like so quasi, halt ohne natürlich Zelda zu sein. Steuert sich natürlich ein bisschen sperrig. Man darf natürlich nicht vergessen, wir, die ihr zuschaut, und ich, wir sind einfach nicht die Zielgruppe. Das wären junge Mädchen damals gewesen sein. Dafür würde es wahrscheinlich seinen Sinn tun. Keine Ahnung, vielleicht werde ich mal in einer Quetzig-Folge verarbeiten oder ähnliches. Aber man vergisst natürlich immer so schnell als Pro... klingt ein bisschen komisch, aber als Pro-Gamer lacht man natürlich darüber. Aber naja, ne? Also habe ich ein OVP. Dann habe ich TG Rally 2. Da habe ich sogar mal bei eBay geguckt. Da ist das mit OVP sogar gar nicht so billig. Ich habe da so Preise um die 15 Euro gefunden. Also billig jetzt im Vergleich dazu natürlich. Ne? Ich habe kurz reingespielt. Es scheint ein sehr solides Rally-Spiel zu sein. Also ich war ja schon überrascht bei Wii Rally für den Game Boy, wie gut dieses Renngenre doch umgesetzt werden kann. Das scheint in dieselbe
Kante zu schlagen. Also sieht auch sehr ähnlich wie V-Rally aus. Steuert sich, also gut, ich habe es nur eine Runde gespielt, also ich kann jetzt noch keine ultimative Einschätzung abgeben. Steuert sich aber meiner Meinung nach etwas schlechter als V-Rally. Aber sieht sehr solide aus auf jeden Fall. Ja, die Box, die ist hier natürlich so ein bisschen angeschlagen und so weiter. Aber im Prinzip voll aus in Ordnung. Also das war quasi vom Einkaufspreis, was ich jetzt ein Ebay-Preis, okay, der Ebay-Preis ist natürlich auch immer so, naja, ist natürlich jetzt nicht die Referenz, das ist ja auch eher am oberen Ende, sage ich mal. Das war quasi so, dass das Schnäppchen, was ich bekommen habe von allen Modulen, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, aber wie gesagt, ein nettes Rennspiel, mal gucken, ob ich da mal tiefer eintauche. So. Dann noch ein Kinderspiel, und zwar Yu-Gi-Oh! Das dunkle Duell. Also Yu-Gi-Oh! Habe ich, als das so ein bisschen hochkam, da war so frisch Studentenzeit, da habe ich sogar mal das Kartenspiel gespielt. Aber ich habe, ich sag, keine Ahnung mehr, wie das geht. Das sieht ja wahrscheinlich auch an den Gameplay-Aufnahmen. Ich habe keine Ahnung mehr, was man da genau machen musste und so weiter. Aber ich denke mal, so als Kartenspiel-Umsetzung dürfte das ganz gut sein. Die Box ist auch in einem guten Zustand. Ja, also auch da kriegt man, glaube ich, so 6-7 Euro für auf Ebay. Also wie gesagt, das Beste von Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich das TG-Rally. Aber durchaus in Ordnung. Schönes Kartenspiel. Wie gesagt, ich habe es damals echt gerne gespielt. Aber ja, schadet nicht, würde ich sagen. Ne? So, denn als vorletzte Box ein schönes Spiel. Und zwar Pokémon Pinball. Ja, hier ist die Box leider hier vorne etwas angedüsselt, abgerissen. Aber da war ich echt überrascht, ehrlich gesagt, weil so ein Pokémon-Spiel, auch wenn es kein echtes Pokémon-Spiel ist, dass das da drin ist, das habe ich nicht erwartet. Wobei das in OVP jetzt auch nicht so überteuer ist. Ich habe aber gesehen, dass es auch für den Game Boy Classic spielbar ist, was natürlich für mich als Game Boy Classic-Fan natürlich nicht verkehrt ist. Ich denke mal, da werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal ein Testvideo von machen, ob ich das dann quasi eher in die Game Boy Classic oder in die Game Boy Color Ecke machen werde, muss ich mal schauen, ehrlich gesagt. Aber da war ich echt überrascht, und bis auf vorne sieht das Ganze in Ordnung aus, durchaus. Hat auf jeden Fall auch hier gut Inhalt und so weiter. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Da freue ich mich drauf. Beim Anspielen hat das so ein bisschen so wie Kirby's Pinball den Eindruck gemacht. Man muss dann wahrscheinlich dann auch da die Kreaturen sammeln und so weiter. Ich bin ja der weltgrößte Pokémon-Experte, ne? Weil als das hochkam, war ich voll in dem Alter drin. Deswegen, ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, ich habe es schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel großartig gespielt, aber so ein Pinball-Spiel geht natürlich immer, ne? So, und als letztes Spiel. Ich bin ja nicht nur der weltgrößte Pokémon-Experte, wie ihr wisst, sondern auch der weltgrößte Wrestling-Experte. Und da zwar WCW Mayhem dabei. Ja, ich habe mal kurz reingespielt. Auch hier die Box sieht durchaus in Ordnung aus. Also da kann man echt nicht meckern. Ja, ich bin natürlich, Wrestling... WCW, das wird wahrscheinlich so ein anderer Verein sein als WWF, würde ich sagen, oder? Also WWF, glaube ich, das sind ja die bekannteren, wo damals auch so Hulk Hogan und sowas drin war. Das sind wahrscheinlich eher die unbekannteren. Also bei den Wrestler-Aussuchen zumindest kam mir nichts bekannt vor. Von Gameplay her hat sich's etwas komisch gesteuert, muss ich sagen. Weil ich wollte eigentlich so kämpfen. Ich habe eigentlich eher sowas erwartet wie die WWF Superstars 1 und 2 auf den Gameboy, wo man so relativ direkt kämpft. Aber da irgendwie, ich weiß nicht, da ist man schnell so in diesen Haltegriff geraten, wo man den Taste drücken wollte. Da war viel mit Würfen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur zu blöd war, das Spiel zu spielen, was ich natürlich durchaus nicht ausschließen will. Aber ja, gut, ne? Wrestling-Spiel. Vielleicht ihr Wrestling-Experten, es gucken ja viele zu. Vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren aufklären, was zum Teufel die WCW ist. Und vielleicht kennt ihr das Spiel ja sogar. Also... auch das. Nicht verkehrt. Das waren die OVPs. Ja, wie gesagt, 5 Euro das Stück. Ich denke mal, das war ein okayer Preis. Highlight da ist natürlich auf jeden Fall für mich zumindest das Pokémon Pinball. Und preis-leistungsmäßig ist halt das TG Rally 2 auf jeden Fall sehr stark dabei. So, dann kommen wir zu den Modulen. Da muss ich sagen, war bunt gemischt. Natürlich auch viel Crap dabei, aber...
gehen wir jetzt alles mal durch. Allgemein, was mich dabei Konsolenkost ehrlich gesagt so etwas gestört hat, ist, die haben überall diese Aufkleber drauf, von wegen mit einem Strichcode wahrscheinlich für die Logistikabteilung und so weiter. Aber wenn man die abmacht, da hat man immer so klebrige Reste dabei. Gut, die kann man natürlich wegmachen. Aber lieber Konsolenkost, wenn ihr da zuschaut, vielleicht mal irgendwie Aufkleber benutzen, die nicht so Rückstände hinterlassen. Das wäre echt spitze. Apropos, Konsolenkost, das Video ist natürlich nicht bezahlt oder sowas, ist klar. Aber die haben sehr guten Service, muss ich sagen. Also ich habe die beiden Pakete Dienstag so gegen Mittag bestellt und am nächsten Tag hatte ich das schon. Also die sind da wirklich sehr, sehr schnell. Gut, wie wir alle wissen, bei den restlichen Preisen und so weiter sind die natürlich eher am ganz, ganz, ganz oberen Limit. Aber naja, gut, ist klar. Auf jeden Fall, hier das erste Spiel, Rugrats and the Time Travelers. Also allgemein, muss ich schon vorgreifen, sind viele so Zeichentrickversoftungen dabei, was ich eigentlich auch fast erwartet habe, ist ja klar. Scheint ein solider, ganz normaler Zeichentrick, umsetzbar Jump'n'Run zu sein. Ich fand es etwas verwirrend, ihr seht es ja beim Gameplay, so durch die Bäume zu hüpfen und ich weiß nicht. Also auch da ist natürlich so eine Zeichentrick-Serie, da war ich schon aus dem Alter raus. Ich habe das zwar ein, zwei Mal geguckt, ich weiß, dass es das gibt, aber diese Nickelodeon-Zeichentrick-Serien wurde ich persönlich nie warm. Sie haben natürlich eine große Fangemeinde, aber das ist halt normal. Jedenfalls, das war dabei. So, dann ein Disney-Spiel und zwar Monsters Inc. Ja, dasselbe würde ich sagen. Ne? Also auch da gibt es nicht viel zu sagen. Das Modul ist übrigens verdammt billig. Ich habe das bei eBay mal geschaut, das kriegt ihr für 1-2 Euro. Also so gesehen, für 3 Euro habe ich da theoretisch etwas mehr bezahlt, aber wie gesagt, der Durchschnittspreis zählt ja. Ja, also das scheint wirklich massenhaft damals gekauft worden zu sein. Ist halt auch hier eine normale Disney-Film-Umsetzung. Also da kann man nichts großartig besonders zu sagen. Beim Reinspielen habe ich jetzt nicht festgestellt, dass jetzt irgendwas komplett blöd ist oder irgendwie sowas. War das dabei? So. Dann, wo ich etwas überrascht war, Quest for Camelot. Das scheint auch ein Disney-Film gewesen zu sein. Und als ich das gestartet habe, war ich ehrlich gesagt etwas schockiert, weil es ist von Titus. Und wenn ihr meine Tests so ein bisschen verfolgt habt, also der Angry Video Game Nerd sagt ja immer, IGN hat nur Scheiße rausgebracht. Da habe ich so ein bisschen eine Antipathie gegen Titus, ehrlich gesagt, mittlerweile entwickelt. Also so richtig, richtig scheiße sind die Spiele von denen nicht. Die haben natürlich auch ein paar durchaus solide Titel dabei, aber die meisten sind nicht so wirklich gut. Also ich sage nur Titus the Fox für den Gameboy und so weiter. Gefühlt haben die da so ein bisschen mehr Masse als Klasse immer gemacht. Aber da, ich weiß nicht, ob das irgendeine Disney-Vorlage ist oder ähnliches, kann ich nicht sagen. Vom Zeichenstil her würde es passen. Und ich habe da eigentlich auch so einen Standard-Zeichentrick-Plattformer erwartet. Aber ist es nicht. Das scheint so ein bisschen Zelda-mäßig zu sein. Da war ich dann doch positiv überrascht. Also da würde ich auch gerne mal ein bisschen näher eintauchen. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Wie ist das eigentlich bei Game Boy Color? Wie gesagt, wo ich das gerade hier in der Hand halte. Ich bin ja nicht so der große Experte, aber ich glaube, wenn die nicht durchsichtig sind, sondern schwarze Cartridges, dann gehen die auch für den Game Boy Classic. Oder verwechsel ich da was? Und nur die durchsichtigen können für nur Game Boy Color? Keine Ahnung. Wenn es wer weiß, gerne in die Kommentare. Ich bilde mich ja mal gerne weiter. Genau, und hier haben wir auch wieder so ein durchsichtiges Cartridge. Das ist natürlich ziemlich durch so. Also hier schien ein Aufkleber drauf gewesen zu sein, muss ich mal entfernen. Das basiert auch auf einer Nickelodeon Zeichentrickserie. Also das ist so ein bisschen das Überraschungspaket der Zeichentrickserien-Umsetzung, würde ich sagen. The White Thornberry's Rambler. Also vom Zeichenstil her habe ich schon ein, zwei Mal die Charaktere von der Zeichentrickserie, glaube ich, gesehen. Aber sagt mir eigentlich gar nichts. Ja, auch vom Spielprinzip, ihr seht es ja, es ist auch das nichts Besonderes auf jeden Fall. So, dann haben wir mal ausnahmsweise eine Zeichentrick-Umsetzung. Aber das kenne ich sogar. Und zwar Winnie the Pooh Adventures in 100 Acre Wood.
Ja, das scheint aber relativ solide eigentlich zu sein. Beim Reinspielen, also ich habe jetzt in alle Spiele habe ich immer nur so eine Minute reingespielt, weil schnell Aufnahme machen und so weiter. Ne? Also kann ich habe jetzt natürlich keine Zeit, da jetzt in alle Spiele so komplett in die Tiefe reinzugehen. Hat aber auch einen relativ guten Eindruck gemacht. Ja, Zeichentrick-Umsetzung mal wieder. Also wirklich, wie gesagt, das Paket ist Paket der Zeichentrick-Umsetzung. So, und eine Zeichentrick-Umsetzung. Und zwar Rocket Power Getting Air. Auch das vom Zeichenstil sagt mir irgendwas. Aber auch da war ich schon aus der Zeichentrick-Geschichte eigentlich raus. Auch das, ich weiß, ich wiederhole mich, aber von Gameplay her nichts Besonderes. Also das ist wirklich diese absolute Massenware, was ich natürlich auch erwartet hat dementsprechend. Ne? So, und dann das obligatorische Sportspiel war natürlich auch dabei. Hey, war keine Zeichentrick-Umsetzung, es war Madden 01. Und da ich ja nicht nur der weltgrößte Pokémon-Experte und der weltgrößte Wrestling-Experte bin, bin ich auch der weltgrößte Football-Experte, was man auch in den Gameplay-Aufnahmen sieht. Ich habe so gewonnen und wusste voll, was man machen muss. Ja, es ist American Football. Muss ich nichts zu sagen, glaube ich. So, denn ein japanisches Spiel, und zwar ist, da war ich zuerst überfragt, was das ist. Ich habe mal irgendwie ein japanisches Schriftzeichen, sagte eigentlich, okay, der Aufkleber war hinten drauf, aber ich wollte das sehen, ob das wirklich stimmt. Es scheint das Pokémon-Kartenspiel zu sein. Das ist natürlich japanisch, also ist insgesamt zwei japanische Module dabei, das ist eins davon. Das Pokémon Trading Card Game. Ja, wie gesagt, weltgrößter Pokémon-Fan. Zu den Kartenspielen kann ich überhaupt nichts sagen, ist natürlich auf Japanisch. Keine Ahnung. So, dann noch eins, was ganz interessant aussieht, glaube ich. Das muss ich mal auf den Retron 5 mit einem Patch, glaube ich, spielen. Und zwar Dragon Quest Monsters heißt es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das sieht sehr solide aus, muss ich sagen. Also das mit einem entsprechenden Sprachpatch würde das, denke ich mal, ordentlich Spaß machen. Ist, glaube ich, auch so eine Japan-exklusive Sache gewesen. Aber ja, so Dragon Quest ist ja auch eine alte, bekannte Serie, ne? die man eigentlich so kennen müsste, könnte. Ich habe auch da nicht viele Spiele bisher gespielt, aber warum nicht? Also da bin ich ganz froh drüber, ehrlich gesagt. So, und noch das letzte Spiel, und ihr werdet es kaum erraten, was für eine Art von Spiel es ist. The Bug's Life, eine Zeichentrick-Umsetzung oder Animationsfilm-Umsetzung. Ja, das sieht ehrlich gesagt, spielt sich irgendwie ein bisschen sehr sperrig. Steuerung war ich nicht so der Fan von, Grafik nicht so der Fan von, also ja, das ist eher so Masse. Ja, dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte das jetzt extra mal nicht so in dem Pickup-Video untergehen lassen, weil vielleicht denkt ihr ja, oder überlegt ihr euch, ob solche Wundertüten für euch auch was wären, und nicht jeder guckt unbedingt die Pickups. Deswegen wollte ich das quasi in einem externen Video auskoppeln. Ja, also wie gesagt, allgemein bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, für die Gamer-Module ist natürlich viel Masse statt Klasse dabei, aber für 3 Euro das Stück kann man eigentlich nicht viel falsch sagen. Bei den OVPs bin ich eigentlich doch etwas positiver überrascht, weil da noch ein bisschen bessere Titel dabei sind auf jeden Fall. Also bereut habe ich den Kauf nicht. Ich denke mal, der Preis, denke ich mal, für alles geht in Ordnung. Ist natürlich jetzt kein absoluter Schnäppchenpreis. Natürlich sind das natürlich auch viele Füllmodule. Wenn man Game Boy Color sammelt, wird man die wahrscheinlich eh schon haben. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.